Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Mit seinem neuesten Buch «Wonderful» hat der deutsche Schriftsteller Thor Kunkel eine Liebeserklärung ans Wallis geschrieben. Das RZ-Magazin ist ihn auf der Riederalp besuchen. Seit einiger Zeit lebt der deutsche Schriftsteller Thor Kunkel auf der Riederalp. Seine Jahre im Wallis hat er im Buch «Wonderful» mein neues Leben in den Bergen verewigt. Das Buch ist aber kein vom Deutschen geschriebener Wanderführer. Mein Arbeitstitel war Bergmeditation, was vielleicht schon unterstreicht, es geht hier eigentlich vor allen Dingen um das Innerliche, was in mir ausgelöst wurde und wo ich dachte, das muss ich unbedingt mal fixieren. Ich habe dann angefangen, ein Schweizer Tagebuch zu führen und auf Basis von diesen Tagebuchnotizen habe ich dann Wonderful geschrieben. Wonderful ist ein sehr, sehr persönliches Buch über jemanden, der 2 Jahre hier oben gelebt hat. Und ich wüsste auch nicht, dass so ein Buch jemals geschrieben wurde. Es gibt immer diese Aussteigerbücher, aber das möchte ich ja nochmal betonen, es ist kein Aussteigerbuch, weil ich arbeite eigentlich ganz normal weiter, so wie ich in Berlin auch gearbeitet habe, aber bereichert eben durch diese, Rilke hat sie mal genannt, mystische Schönheit des Walles. Also es ist einfach ein Erlebnis und wenn man die Berge liebt und einen Bezug zu den Bergen hat, dann ist es plötzlich, als hätte das ganze Leben einen Sinn bekommen. Und das wollte ich mit Wonderful mal dokumentieren. Das Werk ist eine Liebeserklärung ans Wallis und an die Berge. Aus der Natur, davon ist der Thor Kunkel überzeugt, kann man viel Kraft schöpfen. Jedem eigentlich nur empfehlen, den Kontakt zur Natur und zu den Bergen zu suchen, weil in einem selbst öffnen sich bestimmte Türen, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Und es ist kein Märchen für Erwachsene, das ist Realität. Aufgewachsen in einer Reihenhaussiedlung in Frankfurt am Main, hat der Thor Kunkel schon als Butch von den Bergen geträumt. Es war eine kleine Postkarte, die ich aus dem Abfalleimer bei meinen Eltern rausgefischt hatte. Und ich kann Ihnen nicht mehr sagen, welche Berge auf dieser Postkarte waren. Aber sie waren so schön, dass ich mir diese kleine Postkarte an mein Bett gepinnt habe. Und in bestimmten Stunden, wenn es mir schlecht ging, hat mich dieser Anblick der Berge eigentlich immer unheimlich wieder aufgebaut. Und ich dachte damals als kleiner Junge, eigentlich willst du doch in den Bergen wohnen. Das war für mich irgendwie so eine Herzensangelegenheit. Und jetzt, ja, ich würde fast sagen 40 Jahre später, ist dieser Traum wahr geworden. Die Riederalp hat er von zahlreichen Ferienaufenthalten schon kennt. Und irgendwann sieht er den Wunsch aufgekommen, den Grossstadtdschungel zu verlassen und in der Abgeschiedenheit der Berge zu leben. Als Räumschiff aus Holz bezeichnet er sein Haus mit Panoramablick aufs Matterhorn und auf seinen Lieblingsberg, das Weisshorn. Die Berge sind seine Muse, sagt der Thor Kunkel, der einmal mit einer Bergführerausbildung angefangen hat und schon etliche Viertausiger im Wallis bestiegen hat. Neben dem Weisshorn zum Beispiel das Matterhorn, der Monte Rosa und der Dom. Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, was du schreibst. Der Thor Kunkel ist überzeugt, dass die Art und Weise, wie man wohnt, das Schaffen sehr beeinflusst. Ganz sicher. Also ich glaube, der Ort, an dem Bücher entstehen, der ist genauso wichtig eigentlich wie der Mensch, der sich hinsetzt und nun sagt, okay, ich werde 2 Jahre meines Lebens an diesem Text arbeiten. Es beeinflusst ungemein. Also ich sehe das an meinen Tagebucheinträgen, die sich im Laufe dieser Jahre immer wieder verändert haben. Auch an den Produkten, also an den Filmen, an den Stoffen, die ich hier bearbeite. Vieles ist kraftvoller und irgendwie positiver auch. Also ich hatte in der Stadt immer wieder das Gefühl, ich muss vor allen Dingen kritisieren. Und hier befinde ich mich erstmals in der Lage, dass ich eigentlich etwas vor mir habe, wo ich einfach sage, so muss es sein, so muss es bleiben. Lange Zeit hat Rito 50-jährig in London, Amsterdam und Berlin gelebt und gearbeitet. Das pulsierende Leben in einer Großstadt vermisst er aber nicht hier auf der Riederalp. Zum einen gibt es die elektronischen Mittel. Man ist ja heute selbst am ADW, wie man auf Deutsch sagen würde, nicht alleine.
Ich kann hier skypen, ich habe Internetanschluss. Das heißt, wenn ich heute auf den Knopf drücke, ist ein Manuskript, was ich hier auf der Riederalp geschrieben habe, innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde in Berlin. Ich habe einfach den Vorteil erkannt und meine Arbeitsweise danach einfach umgestellt. Also ja, das pulsierende Leben, die Bahnverbindung und die Flugverbindung nach Berlin, die ist ja auch etwas, was nicht aufgehört hat zu bestellen. Das heißt, das kann man sich für ein paar Tage gönnen und danach ist man wieder in Ruhe in seinem Wallis mit seinen Bergen zusammen. Vor kurzem hat der Torkunkel als Hörbuch beendet, das vom deutschen Schauspieler Christoph Maria Herbst besprochen wurde. Jetzt schreibt er ein Filmdrehbuch und arbeitet an einem neuen Roman, der im Wallis spielt. Der Torkunkel hat das Gefühl, angekommen zu sein. Also meine Hoffnung ist, dass ich hier wirklich auf dieser Terrasse in der Tag auch noch mit 70 sitze und darüber zum Weißhorn blicke. Also nee, ich würde sagen, ich fühle mich angekommen. Da müsste viel passieren, dass ich irgendwie das Bedürfnis hätte, weiterzuziehen. Ich finde das hier wirklich bisher der schönste Ort, an dem ich je wohnen durfte. So viel zum Thema Literatur für diese Woche. Ade miteinander.